Auf dem Bundesparteitag der NPD in Bamberg ergab sich die NPD ein neues Parteiprogramm. Mit diesem Parteiprogramm ist es uns gelungen, den historischen Dreiklang zwischen nationaler Souveränität, nationaler Identität und nationaler Solidarität herzustellen. Das 21. Jahrhundert entscheidet über das Sein oder Nichtsein unseres Volkes und eines deutschen National- und Sozialstaates. Existenzielle Bedrohungen gehen von einem Geburtenrückgang, einer rasch voranschreitenden Überfremdung, der Fremdbestimmung durch supranationale Institutionen und der Globalisierung mit ihren verheerenden sozialen Folgen aus. Die NPD tritt deshalb mit Nachdruck für nationale Identität, Souveränität und Solidarität als Lebensgaranten unseres Volkes ein. Wir stehen mit unserem lebensrichtigen Menschenbild gegen Fremdherrschaft und Fremdbestimmung, gegen Überfremdung, Ausbeutung und Unterdrückung, für deutsche Freiheit, für Freiheit der Völker, für eine soziale Neuordnung in Deutschland, die unserem Menschenbild entspricht. Das in wesentlichen Grundzügen fortgeschriebene, aber auch aktualisierte neue Parteiprogramm der NPD ist die klare politische Alternative zum bestehenden System der Bundesrepublik Deutschland. Wir fordern dort unmissverständlich den längst überfälligen Austritt aus der NATO und EU, die Rückkehr zu D-Mark, die Wiederherstellung der deutschen Währungs- und Finanzhoheit sowie die Einführung einer Volksgesundheitskasse und einer Volksrente. Auch die Forderung nach strafrechtlicher Verfolgung der Verantwortlichen für Spekulation und Zinswucher ist neu in diesem Parteiprogramm. Neu sind darüber hinaus auch eigene Kapitel zu den Themen Gesundheits- und Rentenpolitik, Außenpolitik sowie zur inneren Sicherheit. Bisherige programmatische Grundsätze wie die Forderung nach Ausländerrückführung wurden auch im neuen Parteiprogramm fortgeschrieben und werden auch künftig das Profil der NPD bestimmen. Über die Wiedereinführung der Todesstrafe wollen wir künftig das Volk abstimmen lassen. Dieser Parteitag machte zudem unmissverständlich klar, dass wir die Sozialpolitik künftig nicht den Linken überlassen. Eines ist nach dem Lesen dieses Parteiprogrammes jedem schnell klar: Sozial geht nur national.